Hallo, willkommen auf Bora Timo mit mir, dem Exilium. Und heute gibt es einen kleinen Ausblick in Good Company. Es ist neu rausgekommen. Es sieht ziemlich interessant aus. Und deswegen hatte ich mir gedacht, mein Gott, warum nicht mal einen Blick reinwerfen? Wir fangen einfach mal an. Also ich habe mir schon meinen Charakter gemacht. Wie man sieht, so sehe ich aus. Das ist mein kleiner Roboter, der Alpha Kevin. Und wir sind jetzt gerade im Tutorial und klicken uns hier mal einfach so durch. So, wie soll ich Chemikalien benutzen, um Knopfzellen herzustellen? Gucken wir mal. Stellen wir mal die Knopfzellen einfach her. So, was gibt's denn hier oben? Da kann man den Music Player ausstellen. Pause. Okay. Schneller Vorlauf. Okay. Ja, wir bauen jetzt erstmal die 10 Dinger. Ganz ruhig, gute Frau. Machen wir alles. Ja, das ist momentan die Kampagne. Wir sind jetzt in unsere Heimatstadt zurückgekehrt, weil da böse, weltumfassende Firmen die ganze Wirtschaft kaputt gemacht haben. Und wir sollen jetzt unserer Heimatstadt helfen, wieder auf die Füße zu kommen und Arbeitsplätze zu schaffen. Indem wir jetzt erstmal Knopfzellen herstellen. So, dauert natürlich alles im Moment. Mein aktueller Kontostand. Wöchentlicher Ertrag. Ja, komm, 2 Stück. Okay, habe ich also alle Chemikalien verbraucht, aber ich habe automatisch welche dazu gekriegt. So, dann können wir den Basteltisch schon ausmachen. Kann ich das eigentlich bestimmen, was hier kommt? Ja, da kann ich selber bestimmen, wie viele Sachen ich stelle. Ah, alles klar. Gut. Gut, der Warenausgang. Jeden Montagmorgen kommt ein Lastwagen vorbei und holt dort alles ab. Okay, einfaches Gehäuse. Dafür brauchen wir 10 Plastik. Okay. Oh Gott, da ist dein liebe Geld schon wieder weg. Ah, nicht in Reichweite. Ah. Nee, du musst mir nicht folgen. Lass mal den Alpha Kevin mal rumlaufen. So, 60 Plastik. Ja, stellen wir das Maximalste mal her.
Dann muss ich die jetzt noch zu Ende produzieren. Ach, ich mache einfach noch ein bisschen extra Geld. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen schon mal ausbauen können. Mal gucken. Ah, einen stellen wir noch her. So, zack. Warenausgang. So, was soll man denn machen? Logistik. Vom Wareneingang zum Bastlertisch. Okay. Eine Verbindung davon dahin. Warum hat er das nicht hin? Doch. Okay. Mitarbeiter einstellen. Oh, die sind alle gleich. Ach komm, wir nehmen David. Achso, der produziert jetzt einfach weiter, okay. Ein Bastlertisch. Wie kann man die drehen? Okay, mit der Maustaste. Ah ne, Mausrad, okay. Am liebsten wäre mir das gegenüberliegen, ne? Zack. So, natürlich kostet das Geld, wie auch immer. Zwei weitere Bastlertische. Okay, dann holen wir noch an. So. LED-Feld, 20 Elektronikteile, okay. Schutz. Das kostet uns aber ganz schön viel. Ja, die müssen wir ja selber herstellen. Also mal die Elektronikteile, ab ins Inventar, zack. Aber stellen wir mal nur die beiden Sachen her. Obwohl, mir fällt gerade ein,
Könnte ja einfach noch jemanden einstellen, oder? Na komm, Sophie soll es sein. Arbeitsbereich da und Logistik. So, ich muss das Rezept wählen. Okay. Und dann kann ich das zusammenpacken, ne? Jawohl. Okay, als erstes stellen wir einen Taschenrechner her. Ein Montagetisch. Ein Montagetisch. Taschenrechner. So, dann muss ich die Logistik auch mal wieder ändern. Brauche ich drei Regale? Richtig verschieben? Nein. Schade. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen produzieren, damit wir nachher genug Taschenrechner raushauen können. Muss ich jetzt noch extra einen Mitarbeiter einstellen? Okay, die schaffen das nicht mehr. Okay, dann. Wen haben wir denn hier noch? Marlon, der sieht gut aus. Den stellen wir ein. Und der arbeitet am Montagetisch.
bin nicht in Reichweite. Ach Leute. Die Steuerung ist ein bisschen frickelig, aber ansonsten geht's eigentlich. Oh, ein Fehler, und zwar das muss dahin. CEO TV with breaking news. Buckle up. Despite the circumstances, this enterprise managed to prevail. Okay, jetzt können wir natürlich zur Kampagnenkarte zurückgehen und da weitermachen. Oder wir setzen noch ein bisschen das Spiel fort und versuchen noch alle Erfolge zu kriegen. Deswegen werde ich es jetzt fortsetzen. Das heißt also, hier werden Knopfzellen weggepackt. Jetzt erstmal Stopp. So, dann müssen wir uns wieder hier um die Bestellung kümmern. Einmal Metallteile. Die Logistik geht dahin, geht dahin. Gut. Was braucht man dafür nochmal? Die Gehäuse und Dings stellen wir her und das andere wird von ihr hergestellt. Das heißt also, wir können hier noch weiter herstellen. Jetzt kann er auch anfangen zu arbeiten. Oder fehlt da was? Na? Ah, jetzt. Wunderbar. Von da bitte nach da. Jetzt läuft der Laden. Elektronikteile brauche ich.
Wir brauchen also einen zweiten Montagetisch. Einstellen. So, Montagetisch Logistics. So, ich muss erst das Rezept eingeben und dann geht das. Zweimal Metall und Chemikalien. Ach, und noch. Oh Gott. Und nochmal Plastik. Zack. Da kommt der Plastik an. Nee, Moment. Oh. So. Herstellen. Ich glaube aber, dass ich noch einen Bastlertisch hier dran bauen werde. Noch jemanden einstellen. So, du stellst bitte das her. Logistik. Mein Gott, ganz schön viel zu tun. So, ein Ding noch und dann zack, bringen wir nochmal alles schnell hier hin. So, einmal nochmal Plastik. Thank you.
Nicht in Reichweite, achso. More business buzz with Naughty Portent. These are hard times for CEOs, but this one just scraped by. So, alle drei Sachen geschafft. Dann gehen wir mal zurück zur Kampagnenkarte. Und ja, das war der erste Einblick in Good Company. Ich hoffe, es hat euch sogar Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal.